Die Worte gesunde Ernährung klingen ungefähr so sexy wie alte Oma-Schlüpfer. Eigentlich wissen wir, dass wir zu viel Fleisch, Fett und Zucker essen und trotzdem, es schmeckt halt. Und es ist eigentlich so lecker und Umstellung ist am Ende anstrengend. Hallo Frau Möge. Guten Tag. Unter gesunder Ernährung findet man oft unterschiedliche Erklärungen oder Definitionen. Was genau ist denn nun gesunde Ernährung? Ja, wie Sie schon sagen, gibt es da viele Definitionen. Da gibt es zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 10 Leitlinien. Da ist dann sowas dabei wie 5-mal am Tag Obst und Gemüse, wenig Fleisch. Hm. Also für mich gibt es in Sachen gesunde Ernährung 2 Schlagworte und die sind Frische und Abwechslung. Und das mag für manche Leute auch banal klingen und das ist es sicher auch, aber es ist auch die Frage, machen sie es wirklich? Hm. Also es geht einfach darum zu wissen, was in seinem Essen drin ist, selber kochen. Und dann merkt man auch, was einem gut tut. Viele Ernährungstipps klingen jetzt aber nicht gerade sehr alltagstauglich. Was soll ich denn machen, wenn in der Kantine echt nur Schnitzel mit Rahmsoße angeboten wird? Hungern? Nein, auf keinen Fall. Es geht immer um ein gesundes Gleichgewicht, würde ich sagen. Mir hat mal ein Ayurveda-Arzt, Dr. Bauhofer, den schönen Satz gesagt, einmal ein Schnitzel im Bauch ist besser als ständig eins im Kopf. Und da hat er sich recht. Wenn man mal Lust auf einen Schnitzel hat und nicht Vegetarier ist, dann kann man das schon mal machen. Problem ist halt, wenn es jeden Tag das Schnitzel sein muss, dann ist es besser, an ein paar Tagen die Woche gesünder zu essen. Hm. Viel kann man auch von zu Hause mitnehmen. Man kann sich Snacks vorbereiten, Salate, Vollkornsandwiches. Und dann darf es auch mal wieder das Schnitzel sein. Jetzt ist so eine Umstellung nicht gerade leicht. Wie geht man da am besten vor? Ja, ich denke mal, vielleicht am besten in kleinen Schritten. Das ist für jeden natürlich auch anders. Der eine fängt vielleicht mit dem Frühstück am Morgen an, dass er statt einer Butterbreze einen Naturjoghurt mit Obst und mit Haferflocken isst oder mal mittags ein Salat mit Gemüse und dann halt daran denken, dass man mal Nüsse und Samen und Kräuter dazu tut und so wieder Abwechslung reinbringt. Da merkt man schnell, was einem gut tut und was nicht. Und man bricht auch mit alten Gewohnheiten und kann sich auch an was Neues gewöhnen. Und mit der Zeit entwickelt man auch richtig Lust auf das Neue. Also da hilft viel wirklich zu kochen und neue Rezepte auszuprobieren. Da lernt man neue Zutaten kennen und auch Zubereitungsarten. Und dann ist man auch ganz schnell wieder bei gesunderer Ernährung. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.